Herzlichen Dank und herzlichen guten Tag allerseits. Und ich sollte kurz über die Ergebnisse berichten einer Untersuchung, die wir gemeinsam mit anderen Kollegen durchgeführt haben: Sebastian, Lena, Massimiliano Pittore und Alice Crespi durchgeführt haben, mit Diskussionen über die geleistete Arbeit. Wir haben schon gehört, dass wir von Klimaveränderungen gesprochen haben. Ich möchte nicht allzu viel in diese Richtung sagen. Wir haben schon darüber geredet. Wir haben eine sehr unterschiedliche Zukunftsszenarien, je nach CO2-Emission und mit den direkten Auswirkungen auf die Klimaänderung. Es gibt ein wunderbares Paper, eine wunderbare Schrift, wo alle Informationen zusammengeführt werden, über die wir verfügen. Das benennt sich Klimaänderung. Die Zahlen sagen uns, dass die Temperaturen sich ändern werden. Es gibt drei unterschiedliche Szenarien, wenn wir das Abkommen von Paris verfolgen, und dann haben 2,6, aber das Schlechteste ist RCP 8,5, also wo die Temperaturerhöhung viel größer ist aufgrund der CO2-Emissionen. Was die Niederschläge angeht, ist nicht so klar. Wir haben große Veränderungen bei den Bränden, aber bei den Niederschlägen, stärkere Niederschläge in der kalten Jahreszeiten, denn sind nicht mehr so wichtig in der Sommer. Im Sommer und oder Monaten, da werden wir viel weniger haben. Auch um eine anfängliche Anregung sehen, was die Klimaänderungen angeht im Alpenbereich. Nun, jetzt sind wir daran interessiert, an die Ereignisse mit hohen Auswirkungen in Zukunft bei starken Klimaveränderungen. Welche Daten haben wir dabei verwendet? Wie Alice schon gesagt hat, wir haben Angaben zu den Schäden, also die Auswirkungen von Klimaveränderungen, die beobachtet wurden, indem man Beobachtungsdaten verwendet hat, wie zum Beispiel die ihr angeführt seht, die auch von eurer kapitänischer Seite durchgeführt wurden. Wir haben auch Daten verwendet und Modelle von des globalen Klimas verwendet, die Szenarien des Abkommens von Paris, SSB 1.26, also, und das Szenario Business as usual, P370 für die letzten Jahrzehnte, also. Und nun, das sind die Szenarien. Wir haben nicht nur das globale Modell verwendet, sondern eine Vielfalt von globalen Modellen, 13 Teile, um die Ausdehnung des Modells zu verwenden und all das, was das zur Folge hat. Wie haben wir gearbeitet? Wir haben die Extremereignisse ermittelt, wir haben sie klassifiziert, wir haben sie meteorologischen Ereignisse festgestellt und die Art und Weise von Klimas mit großen Auswirkungen. Und dann haben wir bewertet, welche die zukünftigen Veränderungen sein können in der Häufigkeit der Wetterereignisse von hohem Impact. Und dann haben wir die Niederschlagsintensität bewertet. Was ist eine Art und Weise, die Wetterlage zu klassifizieren? Worum handelt es sich dabei? Man unterscheidet die zwei Klassen, nämlich, das ist ein Beispiel. Wir haben acht unterschiedliche Patterns, Modelle, Muster verwendet. Also diese blauen sind Tiefdruckgebiete, die roten sind Hochdruckgebiete. Und es gibt hier Variationen, die Systeme von Hoch- und Tiefdruckgebiete. Diese Systeme verändern sich, diese Patterns, diese Muster können wir verwenden. Und jeder täglichen Sequenz, jeder Art von Wetterlage zuzuordnen. Es gibt eine Reihe von Zahlen, die zur Verfügung stehen. Wir haben
GWT18 verwendet, die unsere Schweizer Kollegen getestet haben. Sie haben unterschiedliche Klassifikationssysteme für das alpine Gebiet bewertet und sie haben festgestellt, dass dieses Modell das Beste ist. Und deswegen haben wir auch wir das verwendet, dieses Klassifikationssystem gibt 18 Wetterlagen pro Tag von zwischen 1950 bis 2020. Und da wurde Tag für Tag eine Zuordnung vorgenommen. Wie haben wir das in Transalp verwendet? Wir haben die Art, die Wetterlagen verwendet mit hohen Auswirkungen aufgrund unserer Datenbank. Wie Alice gesagt hat, wir haben mit unterschiedlichen Methoden of the most extreme ones here with the precipitation sums in this columns, and for this we assigned diesen 18 Typen haben wir dies hier verwendet. Ihr seht hier auf der Achse X die 18 Klassen und auf Y die Rechnung. Die Berechnung der Ereignisse, in den Ereignisse. Und also von zwei, drei Typen, die korreliert sind mit diesen extremen Ereignissen. Und wir haben hier weiterhin noch diesen Aspekt bewertet. Sie sehen hier den Niederdruck auf der meteorologischen Affinität. Diese sechs Klassen sind miteinander verbunden mit den extremen Ereignissen in den höchsten Bereichen unserer Beobachtungen und Berggebieten. Wir haben das von nahe angeschaut, insbesondere Vaia, denn das hat eine starke Auswirkung und das war ein Benchmark für den Zivilschutz. Wir haben das im Detail angeschaut, was ist mit Vaia passiert. Sie sehen diese Farben, diese Linien, das ist eine Meteorkarte, die wir verwendet haben für die Vorhersagen. Wir sehen den atlantischen Bereich Europas, die Alpen. Im Zentrum des Bildes hier sehen Sie einen Niederdruck und den Hochdruck. Sie sehen, wie die Systeme sich hier entwickelt haben. Was haben wir mit Weyer gesehen? Es gab dieses System eines Niederdrucks, Tiefdruck, und das hat zu diesem Fluss von Luft gegen die Alpen hin entwickelt. Und das ist die Situation, die zu einem enormen Niederschlag führen kann, weil das Wasser des Mittelmeers ist warm. Und das führt sehr viel Feuchtigkeit zu den Alpen. Sie sehen also diese Meteorsituation, das ist der Typ 7, das haben wir bereits vorher gesehen. Sie sehen diese Art Meteor 7. Und auch dies ist ein Benchmark, den wir berücksichtigen müssen, auch in Details analysieren müssen. Wir haben diese Informationen verwendet. Wir haben sie auf die Szenarien des Klimas übertragen mit verschiedenen Emissionsszenarien und haben versucht, hier die Veränderungen festzustellen der definierten Typologien des Klimas. Und wir haben dieses Diagramm produziert mit diesen 18 Klassen des Meteors. Sie sehen hier auf X rechts, also auf links sehen Sie das Abkommen von Paris und rechts das Business as usual. Sie sehen hier die Situation des Meteors, den Sie zu bemerken. Es ist interessant, dass das Punkt 7, Typ 7, ist uns dem Weiher zugewiesen worden, zeigt eine Erhöhung in beiden Situationen. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen. Was nun die Klimaveränderungen betrifft, das geht alles in die gleiche Richtung. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass ein Ereignis wie Vaia wird öfters stattfinden in der Zukunft. Und wir sehen genauso, was nun
den Abkommen von Paris betrifft. Wir haben hier schwache Veränderungen. Es gibt auch eine Vermehrung in der Frequenz. Interessant ist dann zu merken, dass irgendwie, es zeigt uns, es ist eine Abhängigkeit von den Emissionen und der Verteilung dieser Meteosituationen. Wir haben auch analysiert, wie intensiv diese Niederschläge sind und welche Veränderungen es für die Zukunft geben wird. Was wir, das betrifft die Intensivität natürlich. Das ist ein sehr schwieriger Parameter zu modulieren, jener der Niederschläge. Wir sehen Typ 7, der ist ähnlich wie Vaia. Da gibt es eine Vermehrung der Niederschläge. Das heißt, dass in Ereignissen wie Vaia oder Stürme wie Vaia werden natürlich öfters vorkommen. Wir haben auch eine schwache Veränderung, was das Szenario, das Abkommen von Paris und eine stärkere Vermehrung im Business as usual Modell. Nun, die Ergebnisse, die wir erhalten haben, zeigen, dass die Situationen wie Vaia vermehrt auftreten werden. Es wird die Intensität der Niederschläge stärker werden. Und alle Module, die wir verwendet haben, leider Gottes, bestätigen diese Behauptung. Es gibt noch weitere klimatische Auswirkungen, die zeigen eine Erhöhung der Frequenz oder der Intensität oder eine größere Abdenkung, eine größere Fläche. Das Abkommen von Paris zeigt, dass die Veränderungen sind weniger, wenn wir das als Business as usual vergleichen. Die Unzähligkeit in den klimatischen Projektionen sind immer noch stärker. Auf jeden Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine Intensivierung der Niederschläge in der Zukunft geben wird. Und das haben wir auch gesehen. Auch in den Präsentationen, die wir vorher gesehen haben. Ja. Es sind alles Dinge, die insbesondere in Regionen vorkommen werden, wo wir leben. Denn im Alpenbereich haben wir eine starke Auswirkung erlebt in extremen Ereignissen. Danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen vielleicht? Danke, Klaus. Gibt es Fragen? Danke. Eine Frage. Weißt du, ob es Studien über Vaia gibt? Es war ein außerordentliches Ereignis. Die Temperatur des Mittelmeers war sehr hoch damals. Ich weiß nicht, ob es spezifische Studien dazu gibt. Das Ereignis war ja 2018. Es ist nur erst letztlich haben wir begonnen, uns mit den Analysen dieser Ereignisse zu beschäftigen, in den letzten 2 Jahren. Und ich weiß jetzt nicht, ob es spezifische Studien zum Ereignis Vaia gibt. Auf individueller, persönlicher Ebene. Ich denke, das wäre sicherlich interessant, hier Studien durchzuführen. Ein paar haben bereits die Temperaturen des Mittelmeers hier beobachtet und die Auswirkungen, die diese Temperaturen auf extreme Niederschläge haben. Wir müssen mit größeren Aufmerksamkeit spezifische Situationen in jeder Region analysieren, denn im Alpenbereich sind die meteorologischen Situationen komplett anders und sie verändern sich sehr schnell. Wenn Sie ein Ereignis hier wahrnehmen, eine Region wahrnehmen, die man analysieren möchte, und wir dann auf die Szenarien spezifischer Natur anschaut, die Meteosituation zum Beispiel, das ist nur ein Ansatz dessen, was man hier anwenden kann im Verhältnis zu anderen natürlich.
Danke. Danke, eine sehr interessante Vorstellung. Wir haben letztlich eine Vorstellung von Ihrem Kollegen gehört, der gesagt hat, es wird größere Auswirkungen geben als Vaya weiter im Norden hin. Und somit, es wird auf einer höheren, anderen Breitengrad stattfinden. In den Ländern des Nordens, Schweden und in jenen Zonen. Der Wind, die Auswirkungen des Windes, der Wind war sehr stark, war zerstörerisch. Was nun die Bäume betrifft, die Wälder. Wir haben ein Shift erlebt, einen Übergang nach Norden. Das ist die Auswirkung der globalen Erwärmung. Man kann nicht sagen, ob das nach Norden geht, denn diese Veränderungen sind nur klein. Wenn Sie die Karten anschauen, meteorologischer Natur anschauen, dann sehen Sie, dass auf jeden Fall unsere Region hier immer davon betroffen sein wird, von dieser Art der klimatischen Ereignisse. Und auch in den Saisonen, wo das normalerweise nicht passiert, wo diese Unwetter geschehen und vorkommen, weil es gerade diesen Hochdruck tropischer Natur gibt. In Südtirol insbesondere oder in Italien sind die Probleme 4 Jahre nach Vaya. Da gibt es dann das Problem der Parasiten, des Brockenkäfers. Und das Ereignis von 2018, das ist eine Vormeldung dessen, was in der Zukunft geschehen kann, in der nächsten Zukunft. Das ist eine gefährliche Frage. Überlegen Sie sich, schauen Sie sich die Analyse an, was die Frequenz betrifft. Und wenn wir jetzt sprechen, von Beginn, dann muss den Kontext anschauen. Wir haben hier Anmerkungen des Klimas, das noch im embryonalen Status sich befindet. Wir haben gesehen, denn das, was geschehen ist, es ist wahrscheinlich, dass das wieder nochmal aufkommt und das nochmal geschieht. Das ist nur der Anfang. Man kann sich erwarten, dass in 2, 5 Jahren es erneut geschieht. Und es könnte aber auch sein, dass dem nicht so ist. Ähnliche Ereignisse werden öfters vorkommen. Wahrscheinlich ja. Es dürfte uns nicht überraschen, wenn solche Ereignisse noch stattfinden und noch vorkommen. Wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten. Und es ist auf jeden Fall schwierig, das vorauszusehen.